Wie ihr seht, bin ich hier gerade in einer Sporthalle und wir treffen heute zur Mittagspause Ralf Brinkhaus. Seine politischen Fähigkeiten kennen wir, aber heute wollen wir mal seine sportlichen testen. Und deshalb freue ich mich jetzt auf Brinkhaus am Ball. Ihr erlebt heute eine Premiere, Brinkhaus am Ball. Den Ralf, den haben wir gerade aus seiner wohlverdienten Mittagspause geholt. Und jetzt ist er hier bei uns und wir werden jetzt mal eine kleine Runde kicken. Also Ralf, du bist ja auch mal früher Fußballer gewesen. Ganz schlecht. Ganz also, schlecht? Ich habe es nur bis zur Kreisliga B geschafft. Ich habe gehört, du bist eine Stütze der Bezirksligamannschaft gewesen. Also Stütze, schon zwei Klassen Stütze, höher. Stütze ist auch gut, aber wir haben vielleicht beide andere Stärken. Viele Fußballfans warten momentan auf den Impfstoff, weil alle so ein bisschen die Hoffnung haben, endlich wieder raus zu können, sich wieder frei bewegen zu können, auch mal wieder ins Stadion gehen zu können. Sicherlich nur ein kleiner Baustein in vielen größeren. Wie sieht es denn aus mit der Impfstoffentwicklung? Also Impfstoffentwicklung sieht gut aus. Übrigens Impfstoff führend deutsche Unternehmen, Unternehmen, die auch mit Bundesförderung durchstarten konnten. Das ist richtig gut. Und wir hoffen, dass wir das jetzt nächstes Jahr ausrollen können. Wir erleben momentan auch so ein bisschen komische Stimmung durch Demonstrationen. Leute, die sagen, es ist richtig, dass wir Maßnahmen ergreifen, um dieses Virus einzudämmen. Andere, die sehr vehement dagegen sind. Wie schätzt du momentan so die Stimmung in Deutschland ein und auch die ganzen Demonstrationen? Also bei den Corona-Maßnahmen haben wir noch eine riesige Zustimmung der Bevölkerung. Diejenigen, die dagegen sind, sind, glaube ich, nicht mehr geworden, aber sie sind lauter geworden. Das müssen wir natürlich ernst nehmen. Das sind nicht alles nur Verstrahlte und Aluhüte. Träger, sondern da sind auch durchaus vernünftige Leute dabei und die sollten wir nicht verlieren. Und da haben wir als Union, Union sagt ja auch unser Name, eine Funktion. Das heißt also, wir müssen das Land zusammenhalten. Und deswegen verbietet es sich meines Erachtens, dass wir als Union da irgendwie so eine gesäßpolitische Diskussion führen. Und so eine Partei braucht es in Deutschland, weil wenn es uns nicht mehr gibt und wenn wir diese Funktion nicht erfüllen, dann macht es niemand mehr. Und insofern sage ich schon ganz selbstbewusst, die Union ist die Klammer, die dieses Land politisch zusammenhalten muss. Damals beim, ich habe eben gerade den Deutschlandtag schon angesprochen, weiß ich noch, du bist eingelaufen zur Musik, alles neu und es war wirklich eine tolle Stimmung im Saal. Was hat sich geändert, seitdem Ralf Brinkhaus Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion ist? Ja, also erstmal hat die Welt sich um uns herum verändert. Also nachdem ich da Fraktionsvorsitzender geworden bin, sind wir gleich in die Klimakrise reingerutscht. Jetzt haben wir die Pandemie. Das heißt also ganz, ganz viele Anforderungen an die Fraktion. Wir haben aber auch intern sehr viel gearbeitet, dass wir besser aufgestellt sind, dass wir fachlich noch tiefer reingehen und dass wir, auch wenn wir das nicht immer öffentlich machen, die Regierung schon unter Druck setzen. Und da haben wir eine Menge Dinge durchgekriegt. Unsere Handschriftrecht, die Migrationsgesetze. Wir haben im Klimabereich also wirklich Punkte gesetzt und jetzt auch in den Corona-Hilfspaketen. Da haben wir ganz viel in die Zukunft hinein investiert. Da machen wir jetzt Dinge mit Wasserstoff, mit künstlicher Intelligenz, mit Quantencomputer. Und deswegen sagen wir auch immer, wir sind die Zukunftsfraktion. Ja, du bist damals in einer Kampfkandidatur gewählt worden. Auch ich hatte eine Kampfkandidatur. Wir stehen als CDU jetzt auch gerade vor einer Entscheidung um den Parteivorsitz. Gehört zur Demokratie dazu, dass man vielleicht auch mal unterschiedliche Kandidaten hat. Aber danach geht es ja vor allem darum, dass man als Gruppe gemeinsam wieder vorangeht. Und mich würde interessieren, was ist dein Erfolgsrezept, um auch so eine Fraktion dann wieder zusammenzuführen, auch wenn sie vorher unterschiedliche Meinungen hat? Dafür spiele ich dir jetzt nochmal den Ball rüber. Ja, das ist auch gut, weil Politik ist ein Mannschaftssport, wie Fußball auch. Das muss man immer wissen. Und wenn die eine Hälfte der Mannschaft nicht will, dann wirst du kein Spiel gewinnen, egal wie gut die Einzelkönner sind. Das war für mich auch die Herausforderung. Also ich habe damals knapp gewonnen. Knapp die Hälfte der Fraktion hat mich nicht gewählt. Und deswegen verbringt man da auch sehr, sehr viel Zeit damit, dass da keine Gräben entstehen. Das ist uns gelungen, weil wir alle ganz toll damit umgegangen sind. Übrigens auch Volker Kauder, der damals gegen mich verloren hat. Insofern stehen wir momentan als Fraktion als geschlossene Einheit da. Und das ist auch die Herausforderung für den nächsten Bundesvorsitzenden. Erstmal natürlich die Partei zusammenzuhalten. Natürlich ist es wichtig, die nächste Bundestagswahl zu gewinnen, das ist überhaupt keine Frage. Aber noch wichtiger ist, dass wir als Partei zusammenbleiben, weil wir haben eine ganz, ganz wichtige Funktion hier in Deutschland in der Politik als Volkspartei in der Mitte. Und egal, ob wir Wahlen gewinnen oder Wahlen verlieren, wir müssen als Volkspartei der Mitte auch bleiben, weil wenn wir nicht bleiben, dann gibt es da keine Alternative mehr, dann haben wir nur noch die Ränder. Insofern wird das eine riesige Herausforderung werden und ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die verlieren, dass sie dann hinterher sagen, okay, sportlich, ja,
Ich habe verloren, war ein fairer Wettkampf. Jetzt mache ich aber mit, dass das Team erfolgreich ist und erkenne das auch an, dass jemand anders gewonnen hat. Ich glaube, das haben wir schon öfter gezeigt als CDU, dass wir das auch können und deswegen bin ich da auch guter Dinge. Wir haben als Junge Union das Thema digitale Bildung und neue Arbeitswelt in diesem Jahr bei unserem Deutschlandtag auf der Agenda. Wo glaubst du, krankt es momentan gerade beim Thema digitale Bildung? Wie können wir da noch schneller werden? Das sind wirklich die Themen, die entscheidend sind. Also wir dürfen jetzt nicht in Corona verharren und in den Problemen, die wir in der Gegenwart haben, sondern jetzt wird Zukunft gebaut. Digitale Bildung ist da sicherlich ein Schlüsselpunkt. Ich würde mir wünschen, dass die Länder da mehr und intensiver dran arbeiten. Digitalisierung findet auch immer in den Köpfen statt und ich denke mal, es ist gut, dass ihr das also auch entsprechend ansprecht und ich wünsche euch da auch viel Erfolg. Dafür werden wir ein paar konkrete Vorschläge machen und ich hoffe, dass die Bundestagsfraktion den einen oder anderen Vorschlag der Jungen Union dann auch aufnimmt. Jetzt würde ich sagen, vielen Dank Ralf Brinkhaus fürs Gespräch und wir kicken jetzt noch eine Runde. Das machen wir.